Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte in Thüringen. Wir sind aktuell Feld 12 und sehen aktuell auf Feld 60 aus. Versuchen es jedenfalls. Wir haben hier ab und zu ein bisschen, Probleme nicht, aber die Ernte läuft nicht so, wie das wollte oder will. Oh, die werden ihren Kurs schon fahren. Das ist unser LKW. Der fährt von da. Das klappt eigentlich. Das war mir nicht klar. Mal ganz kurz schauen, was er noch machen muss. Das ist die eine Spur. Kommt er mir entgegen? Eigentlich ja. Dann machen wir hier weiter. Und zwar müssen wir kurz überlegen. Der fährt rechts. Dann muss ich links fahren. Ja. So, okay. Wow. Einstellen. Normalerweise sieht es ganz gut aus. Gut, ein paar Probleme mit der Ränder, mit dem Bäumchen. Ist leider so, ne? Zug. Die Ernte läuft auch ein bisschen stressig, in Anführungszeichen. Der Rote steht. Warum eigentlich? Wir haben so viele Fahrzeuge. Lassen! Gegen Baum fahren ist natürlich nicht so ideal. Ich glaube, der wollte mir. Gute Frage, ne? Wie wollte er fahren? Den Kurs wieder hoch. Greifen wir selber ein. Das kann nicht sein, das ist genau die Spur. Das ist die Richtung von mir. Da kann man ja eh mal mitnehmen. Ist ja egal. Bevor wir durchfahren müssen, ne? Also muss er bald noch weg. Das heißt, er ist voll. Und der muss hier fahren. Mal ganz kurz gucken, ob er hier rechts hat. Kann man schwer sagen, ne? Dann muss er auf der rechten Seite fahren. Genau, müsste. So, auch wieder fast voll. Wäre eigentlich besser, wenn wir den vorher abtanken. Der andere bringt nichts. Dazu gehen wir direkt auf den LKW über. Einer ist fertig und der nächste wird fertig. Gut. LKW. Einsteigen. Ist nicht so einfach mit den Kollegen hier. Zwei Felder, voll Stress. Ich meine, wenn alles
reibungslos verläuft. Dann brauchst du dir nur darum kümmern, praktisch zum Hof zurückfahren. Also praktisch. Den nehmen wir später. Aber das machen wir nachher. Wir müssen mal den roten abtanken, dass der uns nicht wieder mittendrin sagt, hier und da kommt es nicht ran. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Und dann müssen wir dann gleich den schwarzen nehmen. So, gucken wir gleich. 3, 4, 7, 8. Aber Zeit läuft, gut. Ja, ist so, man muss mal dran. Die Zeit geht so schnell dabei weg von dann hier, also und schnell hat man zu viel überzogen, also in 3 Minuten sagt keiner was, oder wegen 4. Aber ab 10 wird es nachher schon, ich sag mal so, im Grunde, wenn man das eine halbe Stunde schauen möchte, spricht nichts dagegen, nur ist das so, wenn ich jetzt eine halbe Stunde mache, bei 9 Folgen, das geht ganz schnell hoch und dann hast du ein paar mehr, ne? Weil es geht auch, aber zeitlich ist das, wird es ausarten, Anführungszeichen. Da muss nur eine Folge reichen am Wochenende, aber das wusste ich auch nicht. Und es geht auch darum, man muss ja auch hochgeladen werden, ne? Bearbeiten sind eine, das geht ja ruckzuck. Nur eine, die kurze Folge habe oder eine lange, das ist dann auch egal. Meistens jedenfalls. Aber besser ist, man hat ungefähr die 20 Minuten. Plus, minus 2-3 Minuten. Die eine Folge ist auch die überhaupt kürzer geworden, mit 15 Minuten. Weil ich auch nicht genau wusste, ne? Ist die nur zu kurz oder zu lang? Wusste ich nicht. Schätzen, meistens verschätzt, oft zu lang. So, schnell zum Schwarzen nochmal und dann geht nochmal. Dann können wir in der nächsten Session entsprechend düngen und hier die Aussaat vornehmen. Der wird ja gleich weiterfahren. Denke ich mal. Und gleich zum Roten springen. Ist das dann so schwer? Machen wir dasselbe, bringt nichts. Wir müssen so noch arbeiten, sagen wir so. So, da muss man gleich passen, aufpassen. Das ist dann nicht so optimal, weil irgendwie müsste du eigentlich da anders laufen. Und zwar links. Ein bisschen ummogeln hier. Mal gleich mal schauen auf den rechten. Und zwar auf den springen. Dass der gleich die nächste Spur nimmt und nicht die nächste übernächste. Und so macht das ja Sinn. Einer fährt voraus und der nächste hinterher und dann entsprechend Abstand. Wenn die beiden sich begegnen, genau gegenüber, auch wenn sie nicht kollidieren, die Schneidwerke würden doch sich berühren meistens und dann
Da keiner nachgibt, fahren beide dann im Kreis. So, Drescher und Schneidwerk immer noch im Rahmen. Und garantiert fährt er jetzt zur linken Seite. Wir wollen rechts fahren, ne? Schauen wir gleich. Ich weiß gar nicht, wieso jetzt auf das hier damit zusammenhängt, dass ich da kann dann leichter mitmachen. Das ist im Grunde richtig, was er macht. Da muss ich mal testen, ob es damit zusammenhängt mit der, ich jetzt über die Leistung von der Grafikkarte. OBS 70% ist, obwohl das ein Quatsch ist. Würde ich mal in der nächsten Folge mal ein bisschen was ändern. Ja, das läuft jetzt. Das ist gut. Hoffe ich jedenfalls. Dann gehen wir so direkt drauf zu. Das ist nämlich sonst so blöd. Gebe auf den. Einsteigen und lassen. Dann gehen wir auf den. Einsteigen und nacharbeiten. Starten wir. Kurs entlassen, löschen. So. Lecken, aktivieren. Hier müssen wir bei diesem Modus Kleinfeld, da reicht einer aus. Habe ich weniger Stress. Und bei den großen Feldern, da machen wir Zweier Modus. Und bei den ganz, ganz großen Feldern, die wir noch nicht haben, haben wir Dreier Modus, wenn wir eine dritte Maschine haben. Aber das ist noch nicht so weit. Wir werden mal die Bäume abmassieren hier. So. Guck mal hier das Nacharbeiten. Die beiden Ecken hier, vorne und hinten. Links mal sehen. Grund ist egal. Gut, schauen wir uns die andere Ecke anschauen, da viel ist zum Nacharbeiten. Schon wieder entladen. Wo ist unser LKW? Ich muss ja leichter im LKW das machen. Auf diesen Modus reinspringen. So. Ich persönlich höre fast kein LKW. Hoffe, ihr hört was. Nehmen wir erstmal den roten.
kann man nicht sehen, wie er erfahren wird, ne? Unberechenbar. Hier musst du nur schnell reagieren. Am besten fahren wir ein bisschen zurück. Na, schauen wir mal. Da haben wir noch. Machen wir gleich den nächsten fertig. Dann haben wir den ersten Stress hinter uns. Das gute Jahr ist ja, dass das Feld jetzt 60 fertig ist. Mehr oder weniger. Die Nacharbeiten sind nicht ganz so wichtig. Ist nicht so viel. Fällt der andere, das ist gut. Das macht sich da ein bisschen einfacher. Sag ich mal gucken, was wir einstellen müssen. Glaube mir, dass mir die eine Einstellung, die ich gemacht habe, nicht so vorteilhaft ist. Und die CPU-Leistung, das geht eigentlich noch mit 7,8% ungefähr. Aber FPS ist auch ja, 58, 59. Nicht ganz so ideal. Ich würde gerne, dass wir ein Feld noch fertig machen. So. Arbeiten ist richtig. Die Ernte müsste man eigentlich dann doch durchziehen. Müsste. Gut, der ist nicht so schnell für so eine Art Nacharbeiten geeignet, ist zu langsam, um von A nach B zu kommen. Aber für Feldarbeiten ist er ideal, kräftig gebaut, starke Motorleistung. Geht kaum in die Erde rein, hier geht hier so nichts rein. Das haben sie noch nicht in der Richtung, oh, vielleicht kommt da so ein 21er. Aber das glaube ich eher nicht, aber gut. Ideal wäre, wenn Kurt und Cies mit dabei wäre. Dann müssten die hier bald auch einen Schlag reinhauen. Ups. Wir sollen mal kurz gucken hier, ob hier alles gut ist. Da ist eine Stelle, zwei Stellen, drei Stellen. B wollen wir auch machen. Beziehungsweise anlassen. Am Feldrand nicht unbedingt so wichtig. Aber die Stellen hier halt, ne? So, normal, raus und dann über die nächste Ecke. Kriege ich nicht hilfe Dinge. So. VB aus. Bauen wir runter. Haben wir geschafft. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen. Auf ein Wiedersehen. Dann sagt mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.